Ja, 2 Jahre ist es bei mir her, da habe ich mich getraut und habe mir die Augen lasern lassen. Und bei Banja Augenheilkunde treffe ich gleich auf Thomas. Und er macht dasselbe wie ich. Er traut sich und startet dann in ein völlig neues Leben ohne Brille. Und ich bin jetzt schon mal hier, bin ein bisschen früh, aber ich warte jetzt gleich hier oben auf Thomas und dann bin ich gespannt, was er sagt. Und wir begleiten ihn auf seinem Weg in ein brillenfreies Leben. Los geht's. Ich trage jetzt schon über 50 Jahre Brille und irgendwann mal habe ich mich entschieden, das Thema loszuwerden. Und der Auslöser war eigentlich mein Bruder, der hatte 4 Jahre jünger als ich, hatte grauer Star, hat Linsen bekommen. Und das war so das Thema, nochmal drüber nachzudenken, habe mich dann auch mit dem Augenarzt unterhalten. Und dann habe ich einfach mal im Internet recherchiert und bin ich auf die Praxis Banja gekommen, habe dann die Podcasts angeguckt, war dann auch ganz interessant. Dann war der Weg vorgezeichnet. Jetzt geht's zum großen Check und bei mir ist jetzt Michelle, Augenoptikermeisterin hier bei Banja Augenheilkunde. Michelle, was wird jetzt gemacht? Wir machen jetzt die große Voruntersuchung mit dem lieben Thomas. Das heißt, wir gucken einmal nach der Sehstärke, wir machen ein paar Gerätemessungen, dass wir einfach wissen, dass das Auge vollständig gesund ist und dass wir bedingungslos in ein neues Sehen starten können. Wir fangen jetzt einmal an mit der Sehstärkenbestimmung, dass wir jetzt sehen, wie es im Prinzip von der Sehstärke ist, wie der Muskel reagiert, ob wir so eine kleine Winkelfehlsichtigkeit haben und dann schauen wir mal, wie es funktioniert durch die Messbrille. Wir gucken uns jetzt im Prinzip nochmal alles genau an, einfach um zu sehen, ist die Gesundheit vom Auge da, wie sieht die Netzhaut aus, ist der Sehnerv gesund, wie sieht die Hornhautoberfläche aus, wie ist die Beschaffenheit und die Dicke, dass wir grundsätzlich alle möglichen Folgen im Nachhinein komplett ausschließen können, dass wir wissen, okay, das wird ein super Ergebnis und so können wir weitermachen. Es muss dunkel sein, damit wir im Prinzip die größtmögliche Pupille haben. Das heißt, wir haben im Prinzip einmal den Durchmesser der Pupille, dass wir wissen, okay, wie ist der Blended-Bereich, dass wir grundsätzlich sehen, wie groß muss dieses Lentikel sein und wie groß muss auch der Flap sein, dass wir hier im Prinzip alles, sag ich mal, optimal korrigieren können. Dein erstes Gespräch, die große Untersuchung ist vorbei. Erzähl mal, wie geht's dir jetzt? Jetzt bin ich irgendwie total entspannt. Heute Morgen war ich schon noch so ein bisschen aufgeregt, aber nachdem er alles nochmal durchgesprochen hat und die Ergebnisse auch so sind, wie ich es mir gerne gewünscht habe, geht es mir jetzt richtig gut. Bis vielleicht zu dem Tag, wenn dann die OP kommt, aber jetzt fühle ich mich echt super und freue mich, dass ich es hinter mich gebracht habe. Alles fein. Also das heißt, du haderst nicht mit der Entscheidung zu sagen, ich sage der Brille den Kampf an? Nee, überhaupt nicht. Also jetzt bin ich noch bestärkt. Aber vorher war schon noch so, soll man nicht. Aber jetzt sage ich, fein, super, machen wir. So professionell, wie es heute war, denke ich mal, das passt. Wird gut, wird gut. Super, dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns am OP-Tag wieder. Ja, freue mich. Und ich bin sehr gespannt, wie es dir dann geht, muss ich wirklich sagen. Weil ich weiß, wie aufgeregt ich war, aber... Das kriegen wir schon hin. Ich bin zur Not auch noch da. Ich bin auch da und halt die Hand. Thomas, hat mich sehr gefreut. Bis zum OP-Tag.